Hallo, Servus und moin, moin, liebe Leute. Ich war so ein bisschen am Seppen durch meine Spielsammlung und da mir wahrscheinlich im September, ich darf jetzt nicht allzu viel sagen, aber zumindest könnte es sein, dass wir im September ein bisschen an den Farming Simulator 22 rangehen. Das Ganze ist aber noch so ein bisschen in der Mache. Ich werde auch nicht alleine sein. Das Ganze bleibt momentan aber noch ein klitzekleines Geheimnis, liebe Leute. So, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist und worauf ich gestoßen bin. Ich hatte vorher ein bisschen mit der Holzwirtschaft zu beginnen, um mich überhaupt ein bisschen in das Spiel rein zu friemeln. Habe hier auch schon zwei Spielstände, wo ich übrigens die Sammelgegenstände soweit aufgehoben habe. Deswegen haben wir hier nicht nur 1,5. Wie seht hier, sind für die Sammelgegenstände irgendwie insgesamt 120.000, die ihr zusammenbekommen könnt. Für die Käsestücke müsste das sein. Ja, das müsste, glaube ich, für die Käsestücke sein. Und hier in Haute-Belleurent kriegt ihr für eure Sammelgegenstände 1,5 Millionen, wenn ihr alle zusammen habt. Sind, glaube ich, um die, ich glaube, es müssten 20 sein. Wie ihr seht, da kann man schon ganz gut Startgeld machen. Das ist aber nicht das, was ich euch zeigen wollte. Denn fangen wir mal als mittleren Farmmanager an. Das ist auch nur ein ganz, ganz kurzes. Und wir nehmen eine Karte von der Mod-Seite, nämlich Kamsten Farm. Eine reale Map, die in UK angesiedelt ist. Und habe mir gedacht, na klar, das sieht ja ganz cool aus und ein bisschen eine England-Karte und so. Die machen wir mal. Die Mods, die ich momentan drin habe, sind soweit hier sichtbar. Ich gehe mal langsam runter, wenn ihr da sehen wollt, was es ist. Das sind im Prinzip alle Mods, die ich momentan hier mit im Landwirtschaftssimulator drin habe. Und wir starten mal kurz die Map. Und ich sagte ja, ich wollte ein bisschen an die Forstwirtschaft und mir ein schönes Gelände mit Bäumen holen, gucken, was man da so machen kann. Vielleicht ein, zwei Felder noch dazu mit der Zeit. Wie gesagt, das Ganze wollte ich ja, die machen, um mich überhaupt so ein bisschen reinzufuchsen. Und hier auf Kalmsten Farm haben wir keine 2,5 Millionen zur Verfügung, sondern im mittleren Bereich 1,5 Millionen, wie in den ganz normalen Spielen. Und da bin ich auf so einen kleinen Bug oder Glitch gestoßen, wie ihr eigentlich recht günstig anfangen könnt, eure ersten Bäume zu fällen und zu verarbeiten. So, einen kleinen Avatar habe ich mir hier schon mal zusammengebastelt. Den bestätigen wir und befinden uns jetzt hier in Ich dachte, hier könnte man auch Spielzeuge sammeln, aber geht wohl nicht. Gut, wir befinden uns jetzt hier in dem Bereich. Lass mal eben mal schauen. Ist ja ein schickes Häuschen hier. Naja, Gartenzwerge sind halt nicht jedermanns Sache. Man sieht, wir haben. Nee, es gibt hier einen Hund. Ich sage nicht, wir haben einen Hund, denn das ist ja nun mal nicht unser Haus. Es gibt keine Möglichkeit zu schlafen, denn den Rasenmäher können wir natürlich auch noch nicht benutzen, oder den können wir ja auch nicht benutzen. Okay, jetzt die Frage, wir müssen uns natürlich für die Holzwirtschaft so ein bisschen was an Gelände zusammenkaufen. Wir können ja mal schauen, was wir denn hier überhaupt zur Verfügung haben. Schade, da ist kein Baum. Hier hätten wir ein schönes Gelände. Da haben wir auf jeden Fall ein paar Bäume. Das sieht schon mal
gar nicht so schlecht aus, ne? Denn hier könnte man auf jeden Fall anfangen, schon mal ein bisschen zu fällen. Aber nein, Leute, das geht viel einfacher. Wir wissen, wir sind hier. Und ich habe einfach mal spaßeshalber das Gelände angeklickt. Und wir haben den kompletten Bereich der Karte, an denen sich hier zum Beispiel der Shop befindet, dieses Waldstück befindet, dieses Waldstück befindet und an den Rändern eben auch. Und wir haben gleichzeitig die Bereiche zur Verfügung, auf denen sich die Höfe zum Beispiel befinden. Also einige Höfe zumindest oder Industriegebiete. Und ich weiß nicht, ob ihr schon darauf geachtet habt. Achtet mal auf den Preis, Leute. Wir bekommen das Ganze für 0 Euro. Machen wir mal, wir kaufen uns mal eben das Gelände. So, und damit sind wir offizieller Großgrundbesitzer. So, wir gehen mal wieder auf X, gehen hier eben Richtung Shop. So, befinden uns jetzt dann hier, könnten unsere Fahrzeuge soweit holen. Und wie gesagt, ich habe das angefangen, damit ich mich überhaupt so ein bisschen mit dem Game auseinandersetze. Also wir können uns halt unsere erste Kettensäge holen, den Fahrzeughändler aufrufen, können uns unsere Wo ich das alles finden kann, weiß ich noch gar nicht. Kettensäge mit großer Reichweite. Okay, die hatten wir ja zum Beispiel als so, die kosten uns alle, egal welche, 1000 Euro. Die tun sich da nicht viel. Da ist egal, ob wir, dann nehmen wir mal die Stiel. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie war das denn noch? 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 So, ich glaube mit Umschalt P auf dem Rechner. Genau, gehen wir ins Baumenü und können uns dann hier zum Beispiel in der Produktion. Nee, die Bäckerei nicht. Die Schreinerei zum Beispiel können wir ja setzen. Das Ganze überlappt allerdings hier mit einem anderen Objekt. Ihr habt gerade schon gesehen, zum Beispiel hier könnten wir jetzt für 60.000 eine Schreinerei setzen, ist ja schließlich unser Land, ne? Das heißt, wir haben den Fahrzeughändler und wir haben hier die Schreinerei. Wenn ihr ein bisschen genauer guckt und dreht und so, dann habt ihr bestimmt auch mehr Platz, wo ihr das noch setzen könnt. Aber hier ist ja momentan sowieso nicht. Ihr habt also auf eurem Gelände den Fahrzeughändler und die Schreinerei, ihr habt eine Kettensäge und könnt euch logischerweise beim Händler eure ersten Fahrzeuge kaufen. Zum Beispiel holen wir hier ein Paket für Holz, hätten hier den Traktor, was uns dann dementsprechend angezeigt wird, was wir soweit bräuchten. Wir haben den Transporter hier für die Holzstämme. Wir haben eine Mulchfräse und ein Gewicht für den Traktor. Die
Säge, die hatten wir schon. Wir können es nicht als Paket kaufen, aber hier haben wir zumindest einen kleinen Anfang an Fahrzeugen, die wir brauchen. Dazu vielleicht noch einen Hänger für die Äste und so weiter. Könnt dann, und das wollte ich euch eventuell noch schnell zeigen, damit ihr nicht glaubt, ich würde euch verarschen. Denn das wäre, das fällt mir ja nicht ein, ne? So, schauen wir uns mal eben auf der Karte an. Gehen zum Farmhaus, an dem wir ja auch gespawnt sind. Und Leute, hier habt ihr einen schönen Schlafplatz. Ein schickes Häuschen mit Schlafplatz. Plus, ihr habt gerade gesehen, da haben wir ja zum Beispiel schon mal den Baum. Plum. Aber eben nicht nur den auf unserem Häuschen, sondern wenn wir jetzt hier rüber gehen. Hallo, Herr Nachbar. Hallo, Herr Nachbar. Hallo. Laufe ich richtig? Natürlich nicht. Natürlich laufe ich nicht richtig. Wäre ja auch zu viel verlangt. So, wir gehen mal eben in dann ein Stück. Gehört das schon mir? Weiß ich gar nicht. Müsste, ne? Da kommen wir zumindest gerade nicht dran. Lohnt sich aber auch ja kaum bei dem kleinen Bäumchen. Einfach immer geradeaus. Immer geradeaus. Da komm. So, und dann sind wir jetzt hier im Wald und voilà. So, hier können wir unsere ersten Bäume fällen. Jede Menge Kohle machen schon mal alleine in dem Abschnitt hier, in dem Abschnitt. Das ist wahrscheinlich nicht so angedacht, aber zumindest als Bug noch momentan verfügbar. Wir haben 1,438 Millionen. Selbst wenn wir uns jetzt noch die Fahrzeuge holen, haben wir immer noch eine gute Million, mit der wir einen guten Start haben können. Vorausgesetzt, man kann sich mit dem Spiel so ein bisschen befassen. Wie gesagt, ich bin da ein absoluter Neuling drin. Dass ich das gefunden habe, war wirklich nur reiner Zufall. So, liebe Leute, ich hoffe, euch hat der Tipp, weiß ich nicht, war es ein Tipp, hat das Video ein klein bisschen Spaß gemacht. Ihr seht die nächste Zeit aber keine weiteren Folgen von Landwirtschaftssimulator 22, wie gesagt. Das könnte sich im September allerdings ändern. Wenn ihr ein bisschen Spaß hattet, lasst gerne eine Bewertung da in der Zwischenzeit und später. Seht ihr natürlich wie gewohnt erst noch weitere Folgen von Medieval Dynasty. Wir sehen uns. Bis dann.